Ja, guten Morgen von mir auch an dieser Stelle. Herzlichen Dank, Herr Leinen, für die einführenden Worte. Und ja, ich darf jetzt das Warm-up hier heute Morgen machen. Das Wetter ist trübe und ich kann Ihnen versprechen, also was es den Unterhaltungswert angeht, da erreichen wir jetzt den Tiefpunkt der Veranstaltung. Denn das Thema, über das ich sprechen werde, das ja, wird meistens... Ich werde Ihnen die Attribute dazu dann sagen. Es geht um ein Regelwerk, es geht um einen Standard, aber, und deswegen denke ich, wurde ich dann auch eingeladen, hier zu sprechen, es geht um eine wirkliche Zusammenarbeit, und zwar eine weltweite Zusammenarbeit, eine internationale. Und wie das funktioniert, wie wir das machen, darüber möchte ich Ihnen jetzt ein kleines bisschen erzählen. Regelwerke, ja, wie gesagt, also die sind ziemlich langweilig natürlich, das ist klar. Und ich werde Sie auch verschonen mit Details, das kann ich schon mal versprechen. Also da sage ich besser nichts dazu. Einzelne Regeln oder solche Dinge, sie sind, werden oft, das wird gesagt, die sind total altmodisch, das braucht man alles überhaupt nicht mehr. Wer braucht in der heutigen Welt noch Regelwerke, Standards? Außerdem sind sie, und das stimmt schon auch, die sind relativ teuer, aufwendig in der Pflege, in der Unterhaltung. Oft sind sie, und das haben wir gestern auch schon gehört in dem Vortrag von dem Kollegen Jakob Voss, sie sind oft sehr auf eine Community bezogen. Wenn wir die maschinelle Umgebung betrachten, dann ist das oft auch schwierig, dann wird das schon grenzwertig mit den Regelwerken und den Standards, die wir haben, ob die dafür überhaupt geeignet sind. Ich habe mich dann so ein bisschen mal umgeguckt in den verschiedensten Bereichen. Und es ist eigentlich so, dass jede Organisation, jede Zusammenarbeit doch so ein bisschen Regeln hat. Also ich habe jetzt so nichts spontan gefunden, was so ganz ohne Regeln funktioniert. Manches startet vielleicht mit dem Ansatz, dass man das ohne alle Regeln, aber früher oder später, also man kennt das ja von der eigenen kleinen Familie, irgendwann mit den Kindern muss man auch Regeln aufstellen, sonst klappt das alles nicht mehr. Was nun Erschließung angeht, dann geht es vielleicht auch mit Regeln, das kann man vielleicht auch alleine machen. Ein ganz herausragendes Beispiel ist natürlich die Herzog-August-Bibliothek, wo Herzog August, der ein ambitionierter Sammler war, Dinge zusammengestellt hat. Er hat die natürlich auch erfasst, er hat die sozusagen erschlossen in diesen wunderschönen Bandkatalogen, die man dort sehen kann in Wolfenbüttel. Aber auch da sieht man schon, er hat sich da doch bestimmte Regelungen gegeben. Da ist ein System dahinter, wie er seine Bestände erschlossen hat. Also auch hier, selbst wenn ich das erstmal nur für mich alleine mache, für meine private Sammlung, dann stelle ich irgendwelche Regeln auf oder befolge die dann auch. Und in einem größeren Kontext, da passiert das natürlich dann umso mehr. Und so hat man dann Ende des 19. Jahrhunderts schon den ersten Standard veröffentlicht, 1899, diese preußischen Instruktionen für die alphabetischen Kataloge. Und auch hier hatte man dann schon zuerst die Idee, einen gesamtdeutschen, also für den gesamtdeutschen Sprachraum einen Katalog zu haben. Und diese Regeln, wer sie noch kennt, die Älteren unter uns, die sind nun natürlich alles andere als einfach, die waren höchst kompliziert, die waren auch ein bisschen bizarr, genau auf eine Community bezogen, nämlich auf Bibliotheken, also all das, worüber wir heute diskutieren. In den 70er Jahren hat man natürlich dann angefangen, man hat vorher schon die Überlegung gehabt, dann gesagt, dieses Regelwerk, was aber dann doch schon eine ziemlich lange Laufzeit hat, also das hat man heute jetzt nicht mehr so, die Umwälzungen gehen deutlich schneller, hat man dann gesagt, das ist jetzt alles nicht mehr passend, da müssen neue Regeln her. Man hat dann die Regeln für die alphabetische Katalogisierung, welche für den Schlagwortkatalog entwickelt. Sie sehen die hier aufgeführt. Zum Teil wird heute noch damit gearbeitet. Also für diesen Zeitraum 1970 bis 2000 hat man mit diesen Regelwerken gearbeitet. Man hat hier dann auch schon mehr Sondermaterialien in den Fokus genommen, zum Beispiel Bestände in Bibliotheken, die Musikressourcen erschließen oder die vielen Non-Book-Materialien, die ja dann in diesen Jahren auch überhaupt erst aufkommen. Begleitend dazu zu dieser Entwicklung hat sich eine, also im deutschsprachigen Raum, und ich habe hier mal dieses Dachfähnchen mit auf die Folie genommen, gibt einen schönen Wikipedia-Eintrag dazu, wem das also neu ist. Das ist der deutschsprachige Raum mit Österreich, Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz mit der Abkürzung DACH, also DACH, wird man immer wieder mal hören jetzt in diesem Zusammenhang.
hat man begleitend mit dieser Entwicklung dieser Regelwerke von 1970 an eine kooperative Organisationsstruktur für alle Bibliotheken oder für ganz viele Bibliotheken im deutschsprachigen Raum aufgebaut, ganz bewusst. Die sieht so aus, dass sie sich in einem Gremium wird die gebündelt. Natürlich sind darunter noch Arbeitsgruppen. Ich habe jetzt mal die aktuelle Struktur hier einfach abgebildet und nur die obersten Ebenen hier aufgeführt. Das ist der Standardisierungsausschuss und das ist ein Zusammenschluss, der grob gesagt im Jahr 2000 folgende jetzt sich hier dann aufgestellt hat. Da sind zwei Nationalbibliotheken drin vertreten. Das ist hier unser Haus und es ist die Schweizerische Nationalbibliothek. Es ist die Bayerische Staatsbibliothek hier vertreten und die Staatsbibliothek zu Berlin. Es sind die sechs bundesdeutschen Bibliotheksverbünde, dort drin der Österreichische Bibliotheksverbund und der deutschsprachige Bibliotheksverbund aus der Schweiz. Es sind Vertretungen des öffentlichen Bibliothekswesens dabei und die Kultusministerkonferenz sitzt am Tisch als Finanzinstrument und Vertretungen der Finanzierung. Ich habe jetzt eins übersprungen, das nicht, weil ich es vergessen habe, sondern weil ich es besonders erwähnen wollte. Das ist die Vertretung aus dem Archivwesen. Das ist nämlich neu. Diese Vertretung wird jetzt im Dezember in der Sitzung das erste Mal mit am Tisch sitzen. Der Standardisierungsausschuss, der bislang, Sie haben es in der Aufzählung gesehen, hauptsächlich aus dem bibliothekarischen Community sich zusammengesetzt hat, möchte sich öffnen für die weiteren Kultureinrichtungen und das ist wichtig für die Zusammenarbeit an unseren Regelwerken und unseren Standards. Und als erstes wird eine Vertretung des Archivwesens mit am Tisch sitzen. Man hat im Laufe der Jahre dann natürlich beginnend mit dem Jahr 2000 stark überlegt, denn da war das Regelwerk aus den 70er Jahren auch schon wieder überholt. Die waren natürlich aktualisiert worden. Man hat überlegt, was tut man jetzt? Aktualisiert man weiter? Entwickelt man ein neues Regelwerk für den deutschsprachigen Raum? Ein Weg, den man hätte gehen können. Die italienische Bibliothekscommunity hat das getan, hat ein neues italienisches Regelwerk ausgearbeitet. Hier im deutschsprachigen Raum war der Konsens, dass man sagt, wenn wir jetzt Arbeit da reinstecken und das an die Hand nehmen, dann möchten wir auf ein internationales Regelwerk gehen. Das internationale Regelwerk, das damals so aufgestellt war, hieß noch Anglo-American Cataloging Rules und Sie sehen im Namen schon angloamerikanisches Regelwerk. Es wurde aber auch in anderen Teilen der Welt, wird es schon seit vielen Jahrzehnten, kann man auch sagen, auch verwendet. Und die Verantwortlichen für dieses ursprünglich angloamerikanische Regelwerk, die haben diese Idee natürlich dann auch schon mit aufgegriffen, haben das berücksichtigt, dass sich andere Communities verstärkt auch um dieses Regelwerk bemühen und haben den Weg begonnen hin zu einer Zusammenarbeit und zu einem internationalen Regelwerk. Und so sind die RDA, Resource Description and Access, also man hat der ganzen Sache dann auch schon einen neuen Namen gegeben, sind dann erschienen. Was enthält dieses internationale Regelwerk und ist das wirklich für alle und für alles geeignet? Also drin natürlich zu einem großen Bestandteil sind diese angloamerikanischen Regelwerke, diese AACR2. Es hat zwei Grundlagenmodelle, das sind IFLA-Standards, die sind hier unten mit ihren Abkürzungen aufgeführt. Die sind international, die IFLA, das ist die International Federation, das ist der Library Associations and Institutions, also ein internationaler Verband. Also hier haben wir eine große Internationalität. Der Standard hat den Anspruch, international zu sein, Archive und Museen auch zu berücksichtigen, also weitere Kultureinrichtungen. Ich habe die beiden Kreise mal ein bisschen außerhalb gelassen, denn er ist noch nicht wirklich international. Das haben wir in der Zusammenarbeit dann ganz deutlich gemerkt. Und Archive und Museen, die Kolleginnen und Kollegen, die hier vielleicht mit im Saal auch sind, die können das auch beurteilen, finden sich in diesem Regelwerk noch nicht so wirklich wieder. Für den deutschsprachigen Raum bedeutet das erstmal diese internationale Zusammenarbeit. Wir sind sehr früh auch in die internationalen Gremien reingegangen, sitzen also dort mit am Tisch, sind dabei auch immer bei der Weiterentwicklung und der Pflege dieses Regelwerks. Aber für die Anwendung bei uns im deutschsprachigen Raum, da mussten wir ein sehr umfangreiches Projekt durchführen. Von 2012 bis 2016 lief dieses Projekt. Wir mussten diesen ganzen Standard übersetzen. Wir mussten eigene Richtlinien ausarbeiten, wie es im deutschsprachigen Raum möglich ist. Und ich habe es schon erwähnt, für die Sondermaterialien und vor allen Dingen auch was Materialien aus Archiven und Museen, unikale Objekte, Archivalien. Da haben wir Sonderarbeitsgruppen hier eingerichtet, denn das ist in dem Standard noch nicht wirklich drin enthalten.
Außerdem hat sich die Welt weiter geändert. Die Diskussionen sind natürlich begleitend hier auch geführt worden, die sind bei uns geführt worden, die sind in anderen europäischen Communities, im angloamerikanischen Raum und insgesamt auf der internationalen Ebene natürlich geführt worden. Wohin muss sich ein internationales Regelwerk, ein modernes überhaupt entwickeln? Braucht man das noch? Was ist mit der maschinellen Erschließung? Was ist mit den Kosten, die so eine Erschließung nach so einem dezidierten Regelwerk bedeutet? Und wie können wir hier möglichst produktiv, ressourcensparend und konstruktiv zusammenarbeiten? Die für diesen Standard RDA Verantwortlichen, die haben sich natürlich intensiv, wir haben uns in diesen Gremien immer mit diesen Fragen beschäftigt. Und so ist dann 2015 im November ein Entschluss gefasst worden, der dann auch sofort umgesetzt wurde, die RDA, diesen Standard zu restrukturieren in einer kompletten internationalen Zusammenarbeit. Das heißt, es wurde ein Projekt aufgelegt, das nennt sich so wie hier beschrieben oder abgekürzt auch 3R-Projekt, haben Sie vielleicht schon gehört. Das soll eine neue, restrukturierte RDA sein, diesen neuen Standard in 2018 im Sommer soll er erscheinen und er soll eben deutlich mehr enthalten, als die RDA das bislang tun. Die Modelle sind erst wieder basiert auf die Modelle, aber er soll ein neues technisches Design auch haben, er soll deutlich internationaler sein. Und die weiteren Kultureinrichtungen sollen hier viel mehr präsentiert werden. Der Raum dafür soll geschaffen werden. Die Arbeiten werden im Sommer 2018, gerade wenn wir an die weiteren Kultureinrichtungen denken, noch nicht abgeschlossen sein natürlich. Aber der Raum dafür soll schon eingerichtet sein, dass sich die Sondermaterialien hier auch einfinden können. Wie sieht diese Arbeit aus? Wie arbeiten wir international hier zusammen? Auf der internationalen Ebene gibt es zwei Gremien, die hiermit beschäftigt sind, das RDA Board und das RSC, RDA Steering Committee heißt das, aufgelöst. Und ich möchte hier nur die Grundstruktur dieser Zusammenarbeit nennen. Es wird nur nach Kontinentalvertretungen wird zusammengearbeitet. Das heißt, in beiden Gremien sitzen jeweils nur 6 Vertretungen, eine Person für einen ganzen Kontinent. Ich habe die Freude und die Ehre, die europäische Vertretung zu sein. Und wer so die Entwicklung der Zusammenarbeit in Europa über die letzten Jahrzehnte mitverfolgt hat, der weiß auch, das ist alles nicht so einfach. Das ist gut gesagt, einen Kontinent zu vertreten. Gut, wir müssen sehen, das ist eine ganz neue Art der Zusammenarbeit. Und wir sind da dran, die aufzubauen. Und das bedeutete vor allen Dingen, ich habe hier unten den letzten Punkt, das ist die europäische Zusammenarbeit. Das sind mehr als 50 Mitglieder. Es gibt eine Vereinigung, eine Interessengruppe mit einem Entscheidungsgremium jetzt auch. Und das heißt, aus dem Dachraum fließt mit 50 oder über 50 weiteren Mitgliedern unsere Wünsche, Bedürfnisse und Entscheidungen rein in diese europäische Community. Hier nochmal unsere Struktur, wie wir im deutschsprachigen Raum, das heißt, es geht stufenweise immer weiter. Von der deutschsprachigen Community muss eine Einigung erzielt werden, die geht in die europäische Gemeinschaft hinein und von dort aus auf die internationale Ebene. Wir haben also immer so ein gestuftes Verfahren. Was bedeutet jetzt so eine internationale Zusammenarbeit mit den verschiedensten Kultureinrichtungen? Ich habe mir mal erlaubt, hier ein Bild dazu zu geben aus dem neu eröffneten Historischen Museum hier in Frankfurt, was ich großartig finde. Und wer noch Zeit hat, kann ich nur empfehlen, das auch noch mal vielleicht anzuschauen. So eine internationale Zusammenarbeit, Sie merken das schon aus dem, was ich alles angedeutet habe, die ist schon aufwendig, die ist zeitintensiv. Da gehen Entschlüsse nicht einfach mal so eben. Und da kann man auch nicht sagen, ich möchte das aber jetzt als kleine Community. Ich muss mich immer einfinden in diesen Prozess. Es muss immer ein Konsens gesucht werden. Sie sehen, das ist auch ressourcenaufwendig. Also die einzelnen Gremien, die müssen tagen, die müssen eine Entscheidung fällen. Das muss weitergegeben werden. Dann ist wieder der Zeitverzug. Also das ist sehr aufwendig, nicht ganz billig und zeitintensiv. Für den Datentausch, wenn das funktioniert hinterher, ist das natürlich sehr, sehr effektiv. Eine standardisierte Erschließung, wie wir sie brauchen, auch für maschinelle Erschließungsverfahren, ist es eigentlich unabdingbar, auch wenn hier viele Kompromisse geschlossen werden müssen. Das Ergebnis ist einfach so, dass wir Daten dann einfach austauschen können. Sie muss ja konsensorientiert sein, das habe ich schon gesagt. Man muss sich einfach einigen können und es sind einige Kröten, die sind einfach zu schlucken. Das muss man einfach so sagen. Das ist ein Lernprozess, der im Moment im Dachraum stattfindet.
auf der europäischen Ebene auch. Nicht ganz einfach, aber wir sind daran, das auszuarbeiten. Es muss eine stabile Organisationsstruktur für eine so breit aufgestellte Zusammenarbeit muss da sein. Man muss relativ konsequent und verbindlich sein. Wenn dann mal Entschlüsse gefasst sind, dann müssen die auch befolgt werden. Und ungefähr eine Stabilität muss hier da sein. Man kann nicht ständig irgendwas ändern, wenn so viele Player und unterschiedlichste Communities da dranhängen. Das heißt, abschließend für diese Art der Zusammenarbeit, die über so große Stufen geht und so viele Menschen auch mit beteiligt, da ist Geduld, ist da eine der ganz großen Ansagen, dass man bereit ist, Kompromisse zu schließen, dass man aber auch bei diesen Entschlüssen bleibt, dass man eine gewisse Stabilität hat. Und natürlich hinter all diesen Prozessen, da stecken auch Menschen und die menschlichen Faktoren sollte man nicht zu gering achten. Man muss viele Bedürfnisse auch erstmal anhören, versuchen mitzunehmen, ein Stück weit umzusetzen. Und eine große Beteiligung ist einfach wichtig, um eine Akzeptanz zu haben für so einen internationalen Standard. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass ich Ihnen das hier darstellen durfte. Und ich weiß nicht, Fragen jetzt oder später oder ansonsten schriftlich. Herzlichen Dank dafür. Ich würde sagen, wir machen die Fragen jetzt direkt und gleich. Dann ist aus der Eindruck von diesem gewaltigen Unterfangen, was Sie da auf europäischer und auf deutscher Ebene tun, dann auch noch sehr präsent. Also gibt es Fragen an Frau Behrens? Frau Behrens, Sie hatten mal das Wort Maschinen an die Wand geworfen. Können Sie da vielleicht noch mal was zu sagen, inwieweit Sie jetzt ab 2018 da auch Überlegungen schon anstellen? Der Standard selbst, der gibt ja nur Möglichkeiten vor. Und es ist aber wichtig, dass wir bei der Weiterentwicklung dieses Standards jetzt auch berücksichtigen, dass wir einen ganz, ganz großen Anteil von Daten haben, die wir maschinell auswerten, sage ich jetzt mal völlig neutral. Und dass dieser Standard Möglichkeiten gibt, hierfür auch Voraussetzungen vorzusehen und zu schaffen. Dass es einfach auch möglich ist, hier auch gewisse Standards umzusetzen bei der maschinellen Erschließung, damit wir eben diese Materialien, und wir reden hier von riesigen Mengen, das sind ganz, ganz große Mengen, die wir hier haben und mit denen müssen wir etwas tun. Die Kolleginnen und Kollegen aus den Verbünden, die können das genauso bestätigen wie wir hier aus dem Haus, aus der DNB. Es sind große Mengen an Materialien, die wir natürlich auch in gewisser Weise erschließen und zur Verfügung stellen wollen und müssen und dass eben ein Standard, wenn er sich schon neu aufstellt, diese Möglichkeit mit berücksichtigt und zwar auch in starkem Maße. Man kann das nicht einfach außen vor lassen.